Und er rennt wieder weg. Nur Crab. Fuck. Ich hab ihn. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde H1Z1 Battle Royale zusammen mit dem Ivy. Yo! Und wir haben heute keine Challenge am Start, weil wir irgendwie verkackt haben, vorher darüber zu reden, ja, fällt mir gerade auf. Müssen wir dann für die nächste Aufnahme planen. Ja. Boah, ich schau, dass ich irgendwie noch rüberkomme zu den Hochhäusern. Ich bin bei den 4 Wohnwegen hier unten, ganz entspannt. Okay. Ich bin gar nicht erst auf die Idee gekommen, irgendwo hier weg. Aber ich glaube, hier ist jemand gelandet, oder so? Das geht mir nicht aus, ich muss im normalen Vorort landen. Ja, da vorne ist jemand. Beziehungsweise, nein, ich gehe zu den Wohnwegen, die bei Pleasant Valley rechts hoch sind. Die 4 oder 5, die im Kreis stehen. Er rennt weg von mir. Eieiei, ganz schön. Ich habe ihn angeschossen. Gestreut sind wir heute. Ja, er rennt wieder weg. Nur Crab. Fuck! Ich hab ihn. Ja gut. Ich muss mich aber heilen. Er hatte auch ein First Aid Kit, hat es aber nicht benutzt. Idiot! Wäre der mal hier in das Ding gegangen, der hätte auf einmal eine Shotgun gehabt und dann hätte ich gar keine Chance gehabt. Okay. Ja, ich habe im Moment nur Pistolen. Und einen Molotow. Was liegt hier so? Hier liegt manchmal eine AR vergraben. Leider gerade nicht so, wie es aussieht. Eieiei, Freunde. Ging ja schon gut los hier. Ich habe 3 AR-Schuss. Ich gehe mal Richtung geheime Base. Ne, ich gehe Richtung Villa. Mhm. Ich gehe Richtung Villa, Entschuldigung. Villa? Ja, Villa. Ja, dann treffen wir uns. Ja, geh du mal noch nicht Richtung Villa. Ich will die alleine looten. Ja, geh ruhig Richtung Villa, passt schon. Also ich gehe auch schon mal nach vor, weil... Aber wir könnten uns wo treffen, weil ich glaube, ich bin ein bisschen vor dir. Wo bist denn du gerade? Bei E5. Ich bin E4. Okay. Aber du bist wahrscheinlich etwas östlich von mir. Ja, ich bin komplett östlich, gerade E4 rein. Also ich bin jetzt D5. Ja, ich gehe gerade west-nordwestlich, damit ich so an diese Seitenstraße da komme, weißt du? Da, wo es abgeht. Da will ich hin, damit man da rüberlaufen kann, ganz bequem. Hä? Da was los? Hängt ein Fallschirm in der Luft. Ja, ist manchmal buggy bisschen. Ganz selten hängen da mal welche. Bei dieser einzelnen Hütte sind Spieler. Okay. Na, da bin ich schon dran vorbei, glaube ich, oder? Wo ist denn die? Auf jeden Fall aufpassen, aber die rennen östlich. Nie ohne. Oh, die rennen dann in meine Richtung. Ich renne westlich. D5. Na, aber du bist 4. Das heißt, sie sind unter dir, also ist eigentlich scheißegal. Wo ist denn die Hütte? Ich sehe die gar nicht momentan. Diese Blockhütte. Ja, ich weiß, welche du meinst, aber. Aber ich glaube, da kommst du nicht dran vorbei. Na, ich bin gleich auf der offenen Fläche davor, glaube ich. Das ist so ein bisschen problematic. Ich habe letztens die Maussensibilität etwas runtergestellt, weil es mir irgendwie vorgekommen ist, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, nicht genau zielen kann, weil ich zu hektisch bin. Ah, da ist die Hütte. So. Wo bist du ungefähr? Ich bin westlich von der Hütte, schon fast an der Straße. Okay. Da, wo der Wohnwagen ist. Ich gehe gerade straight auf diesen Weg ungefähr zu, auf diesen Dreckweg da. In die Richtung auf jeden Fall. Ich bin nördlich von der Hütte gerade, genau. Jetzt bei dem einen Wohnwagen. Mhm. Er wurde aber gelootet. Aber du hast deine Maus-Sensitivity umgestellt? Ich habe das auch einmal gemacht, runter, ich weiß gar nicht mehr wann. Mir kam es so vor, als ob es, ich weiß nicht, ich nicht genau zielen kann, wobei ich glaube, jetzt geht's etwas. Weil auf die Distanz, wenn ich dazu, ich sehe deinen Fall. Mir war das etwas zu extrem. Ja, guck mal nach Osten. Wenn ich nämlich auf Distanz ziehe, wenn ich auf Distanz ziel und die Maus nur ein klein Stückchen bewegt, dann habe ich schon extrem verzogen. Ja, ist nervig auf jeden Fall auch, ne? Und ich will etwas genauer werden beim Zielen. Ja, das ist das Problem. Und ich glaube, wenn du zielst, ist glaube ich nicht schlecht, wenn du die Sensibilität im Spiel, glaube ich, runter machst, damit du vielleicht etwas
genauer das ist. Zur Not hast du nicht sogar schon eine Maus, wo du das an der Maus hochstellen kannst oder so? Ja, ja, habe ich ja. Eh, ich kann sie eh, aber. Dann kannst du ja eh mitten im Spiel, wenn du siehst, ich treffe nichts, stellst du schnell um oder so, weißt du? Ich meine, okay, ich habe eine Razor-Maus, vielleicht kann ich dafür jedes Spiel extra ein Profil anlegen, das könnte natürlich auch dann. Das könnte auch sein, ja. Sogar noch zusätzlich. Aber egal, wir werden sehen. Ich habe gerade nur 75 HP, weil ich mich nicht verbinden will. Ich Boxkinder wurde getötet. Der Box keine Kinder mehr. Du hast ein Military Backpack schon. Ja. Und eine AR. Und eine Shotgun. Ja, Shotgun habe ich auch. Die spürst du gleich in deinem Rücken. Wenn du die AR nicht wie freiwillig droppst. Ja, ich wollte dich nur schnell überholen. Ja. Aber schauen wir mal, vielleicht. Ich weiß nicht, ich bin nach wie vor unzufrieden mit der Maus. Ja, man ist immer unzufrieden mit der Maus. Man ist nur zufrieden, also wenn man alles wegholt. Meine Hunde, wie wir unseren Jüngsten bekommen haben vor 3 Jahren, der hat meine alte Maus zerbissen. Nice. Dann habe ich, hatte davor eine Shakun und die war echt genial. Danach habe ich eine Razor bekommen. Mhm. Und ich weiß nicht, die ist zwar gut, aber ich weiß nicht. Also ich habe seit 7, 8 Jahren, ich weiß gar nicht genau, wann ich mir die geholt habe. Da war ich 17, 8 Jahre. Die Razor Diamond Back. In der Tat. Und mein Kollege hat sich die auch geholt. Der hat die am nächsten Tag direkt ausgetauscht, weil die Glide-Tapes angeblich bei dem kaputt waren, ne? Bei mir sind die heute noch vernünftig. Ich weiß nicht, was der damit gemacht hatte. Aber bei mir sind die heute noch vernünftig. Auch immer, wenn ich da mal mit ihm rede, ich habe jetzt nicht mehr so viel Kontakt mit ihm, dann immer, ja, meine Glide-Tapes gehen noch. Und wie sieht's mit deiner Maus an? Nemesis 4 wurde übrigens getötet. Ja. Was ist los? Hast du hier 2 Accounts am Start, oder was? I4, ja. Nemesis 4. Dann hast du ja dual. Noch mehr 4 wahrscheinlich. Was weiß ich? U4, I4, He-She-It 4. Wir müssen dann eh runter. Echt? Oh, ja. Okay. Ja, aber wir haben ja Zeit. Oder? Das wird eng. Aber machbar, komm. Wir laufen hier so ein bisschen schon rüber, dann passt es. Ja, wir sind ja schon C3. Das geht sich schon aus. Jo. Hast du schon lange nicht mehr gesagt. Immer ja? Aus. Du hast schon lange nicht mehr gesagt, das geht sich schon aus. Mir kommt aber vor, mittlerweile sagen es alle anderen. Ja, du bist quasi jetzt Deutsch und wir sind Österreicher. Auch bestimmt auf der Arbeit nennen die dich schon den Deutschen oder so. Heimlich hinter deinem Rücken natürlich. Ja. Wenn du so Hochdeutsch sprichst. Und wir hauen hier alles raus, was es gibt. Ja. Once black, never go back. Was die sich heute für Namen wieder alle geben, ne? Da kann man nur den Kopf schütteln. Aber der hatte eine Green Dawn. Ah, ja, aber hat er gefunden, als ob der die selber hat. In letzter Zeit sehe ich immer die ganze Zeit Idle bei Twitch, irgendwie Gold AR oder sowas. Mhm. Ja, ist natürlich Werbemacher, ne? Keine Ahnung. So nach dem Motto, oh, ich habe schon voll geile Waffen, du bist kacke. Aber es gibt keine Gold AR. Doch, die gibt es in einem neuen Skin-Dings, glaube ich. Also die ist so golden. Die heißt nicht Gold, aber die ist so ein bisschen Gold. Oh, okay. Glaube ich. Also ich kann gerade nicht nachgucken, weil ich laufen muss, aber ich glaube, das war so. 49 noch. Viel zu viele für diese fucking Safe Zone. Da ist doch Pleasant Valley nur drin, der Rest ist raus. Ah, da ist die Villa, die Richtung. 60 Sekunden kommt schon Gas. Boah, 60 Sekunden? Das wird verdammt knapp. Ja. Dann können wir eigentlich gleich losfahren. Ja, und ein Auto nehmen und losfahren. Jeder eins am besten. Oh Mann, wobei wir Glück haben hier noch, dass das nicht direkt kommt, das Gas wahrscheinlich. Also kommt schon schnell, aber nicht direkt. Zur Not First Aid Kit rein und go. Packt man schon. Ja, wenn ich eins hätte. Ja, ich hab eins. Weil der Typ hatte ja eins. Fuck, ey, wir können da gar nicht looten. Ich brauch noch eine AR. Ich hab nur eine Shotgun. So schnell wird's nicht kommen.
Vielleicht mache ich gerade auch unfreiwillig die Only Shotgun Challenge, die uns gestellt wurde. Wobei, ich habe schon mit der anderen Waffe geschossen, mit der Pistole irgendwas. Mhm. Fuck, ey. Oder du rennst drauf und ich fahre. Nee, das passt schon. Wir holen Waffen woanders. Aber wir haben noch Zeit. Oh ja, das geht, das geht schon. Wir holen Waffen woanders. Das passt schon. Ich will jetzt nicht hier 10 Jahre oben bleiben, ehrlich gesagt. Ne? Lieber direkt safe fahren, dann kann man immer noch da. Unten ist genug Loot überall. Mhm. Villenviertel ist drin, alles drin. Zur Not killen wir halt einfach einen. Wo ist das Problem, weißt du? Ja. Weil ich hab schon wieder einen Kill diese Runde. Oder du killst 4 und ich kill einen. Ja, ich hab schon wieder einen. Ich brauch nur noch 3, wieder. Also. Es ist ein Omen, Twitch. Ja. Aber der hat sich selbst gekillt. Ja, der hat sich selbst gekillt. Weil bei der Runde, wo, glaube ich, wo 4-1 war, also 4 Kills. Ja, da hat ein Twitcher einen anderen Twitcher gekillt, ja. Shit. Warum stehen hier 2 Autos so? Die brennen. Das ist kacke. Warte, hier hinten ist noch ein Quad. Ja, aber lass. Die brennen nicht. Bei mir brennen die nicht. Bei mir brennen die. Hier ist noch alles drin. Okay, hier ist auch noch alles drin, aber keine. Kein Sprit. Kein Benzin, ja. Der ist am besten noch, aber mit wenig Benzin auch. Komm, wir fahren. Wo fahr die hinterher? Erstmal in die Safe Zone, dann fahren wir runter zum Atommülllager. Mhm. Das ist nämlich noch safe, der Quad-Punkt da. Der Pickup-Punkt da. Ja. Ich fahre extra langsam, weil ich habe nicht so viel Benzin. Nur damit du dich nicht wunderst, ne? Das ist so heftig. Das Quad ist bauschnell. Und ich fahre nicht einmal mit Turbo. Ah. Du hättest mich gerade fast gerammt. Das Quad ist, glaube ich, echt das schnellste Fahrzeug im Spiel. Ja. Wir haben übrigens auch eine Quad-Challenge, wo es mir gerade einfällt. Die fallen mir jetzt alle ein. Ja, da meinte jemand, wir sollen, ich weiß jetzt nicht, wer es war. Entschuldige bitte, dass ich mir die Namen nicht merken kann. Ich habe ein Namensgedächtnis von minus 5000. Das hat gerade bei mir geleckt. Wow. Bist du mir hinten drauf gefahren, oder was? Du hattest auf einmal ja einen extrem Desync. Ja. Auf jeden Fall hat mir jemand einen Kommentar geschrieben. Fahrt mit dem Quad, ne? So, ja. Und macht nur damit Kills und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange man das machen sollte, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall soll man damit Kills machen. Also halt. So, Personen umfahren quasi. Nee, der eine hinten drauf und so. Mit Schuss halt, ne? Ah, okay. Ich fand's auch ein bisschen, ja, tricky auf jeden Fall, ne? Weil man guckt ja nach hinten, du musst quasi vor einem fahren. Eigentlich ist ja der Pickup nicht so schlecht, weil theoretisch könnte ich nach vor schießen, aber wenn jemand hinter uns ist, mache ich einfach Steuerung 3 oder Shift 3 oder na, Steuerung 3 und dann bin ich halt hinten und schieße nach hinten. Ja, wir können uns auch gleich einen neuen Pickup holen, aber der Pickup hier ist halt kaputt. Der hat 75 und 21% Sprint. Ich weiß gar nicht, ob ich in die Safe Zone komme damit. Deswegen fahre ich extra langsam, weil wenn man schnell fährt, verbraucht er auf selber Strecke das Doppelte an Sprit. Ja. Und bei den Dieselpreisen derzeit. Ich gebe jetzt gerade gar nicht Gas. Ich lasse einfach rollen. Ja, ich sag dazu mal nichts, ne? Steht da hinten ein Auto oder so? Oder fährt da eins? Auf dem Hügel da hinten? Ja, da fährt eins. Zwei! Ja, eins fährt eins, rechts weg auch. Weiß nicht, ob die uns jetzt gesehen haben. Der fährt jetzt wieder rüber. Ich glaube, das ist ein Team. Oder die verfolgen sich. Kann natürlich auch sein. Kann auch sein. Aber sieht nach Verfolgungsjagd aus. So wie der darüber gejumpt ist, ja. Ja. Definitiv. Wir müssen also aufpassen. Vielleicht müssen wir Gas geben. Das könnte ein Problem werden. Also für dich nicht mit dem Quad wahrscheinlich, aber für mich. Naja, es kommt drauf an. Wenn jemand drinnen sitzt, dann ist es für mich auf jeden Fall ein Problem. Ja, ich meine mit wegkommen, weil du hast noch genug Sprit wahrscheinlich. Ja. Ich fahr mal hier rüber kurz, um zu gucken. Aber ich sehe da keinen mehr. Ich auch nicht. Wahrscheinlich ist der dann auch hier irgendwie rüber gefahren. Da kommt auch das Gas hinter uns. Das war relativ knapp, das Gas ist hinter uns, ja. Hoffen wir, dass in der nächsten Safe Zone. Oh, da ist jemand sogar am Gas gestorben. In der nächsten Safe Zone das Dings noch drin ist. Das Atommüllendlager, damit wir den Pickup da holen können.
Du siehst ja, wie ich hier rumkrüppel mit meinen 16% Sprit. Ich hab noch 76. 3 Minuten. Ich hab fast nichts verloren. Atomendlager ist raus. Wir müssen schnell runterfahren. Ich geb ein bisschen Gas. Direkt 14% nur noch. Ja, ja, du sonst steigst dann einfach bei mir um und ich fahr mit dir dann runter. Ja, gucken wir mal, wie weit ich den Pickup hier kriege. Was ist los? Das war jetzt so heftig der Abgrund hier. Ach so, ja. Ja, mit Quad ist echt schlimm, ey. Hat es überhaupt gelohnt, hier auf den Berg zu fahren? Wohin lang muss ich überhaupt? Ah, hier unten ist die Straße, okay. Okay, ich sollte hier noch umsteigen auf dein Ding, komm. Oh. Ja, bin drauf. Das ist echt schlimm, gell? Ja. Also Atommülllager. Ja, kurz vorbeifahren, unten an den Hallen am besten. Noch einer am Gas gestorben. Dieser Toxic Gas, der holt ja alle weg, gell? Ja. Aber was heißt choked? Wow, wow. Was ist los? 100%, 100%. War irgendwas? Also, hab kurz geblinzelt, weißt du? Aber ich gebe mal Gas. Ja. Mach ruhig, hast du eigentlich Safe Zone? Ja, nicht am Atommüllendlager, aber wir können dann rüberfahren, ganz bequem. Das sollte sich ausgehen. Ich will doch nur kurz den Pickup holen, weil... Bam, wie heftig der Sprit weggeht, wenn man Gas gibt. Ja. Du solltest aber noch ein bisschen Gas geben, weil da kommt so ein... Du hörst es vielleicht. Ja, ja. Ein netter Freund, der uns ein paar Grußbotschaften schicken will. Mhm. Zu Weihnachten, weißt du, dachte der sich. Heute ist ja, wenn die Folge bei mir zumindest kommt, der zweite Weihnachtsfeiertag. Mhm. Ich weiß nicht, wann sie bei dir kommt. Naja, zeitgleich, ja. Schaffst du das noch heute zu rendern oder morgen früh? Ja, das auf jeden Fall. Nein, ich rendere es morgen in der Früh. Okay. Ja, ich rendere das heute über Nacht, ja, weil ich habe ja 4 Folgen pro Tag, weißt du, da muss ja irgendwie... Das kannst du nicht am Tag rendern quasi, das geht gar nicht. Holy Boys sind gestorben. Ja, wir sind da gleich da. Da mal runter, genau. Nicht ins Schleudern kommen. Nicht einmal angefahren. Ich geh mal kurz hier. Ja, hier. Nee, ich geh mal kurz hier rein, oh. Oh, das sind 2 Lootsäcke. Okay, das ist nicht gut. Ich geh mal kurz hier rein, schnell. Da müssen wir hier gleich aber weg. Oh, nein, das Auto ist weg. Oh, fuck. Okay, dann komme ich wieder raus direkt. Das hat keinen Sinn. Oh, der hat eine AK. Wer? Wo? Aber keine Munition. Ach. Aber du könntest die AK nehmen, der rechte Lootsack. Wo ist denn das? Ich komme da hoch. Nehmen wir mal First Aid Kits. Oh, Sprit. Wir haben Sprit. Sprit, nice. Und hier ist AK-Munition. AK. Ja, dann komm ich. Der hier hat AK und AK-Munition. Schnell. Gas. Fuck. Fuck. Warte, ich nehme mal. Nehmen wir First Aid Kits. Ja, ich nehme auch eins. Ich nehme auch eins. Passt schon. 30 Bandagen habe ich dann noch. Okay, ich steig auf. Wo komme ich denn hier weg? Oben am Zaun entlang. Genau, hier vorne, ja. Mach da schnell. Wo, hier? Hier rechts, ja. Hier rechts. Und dann einfach drüber. Genau, perfekt. Und jetzt Richtung Safe Zone am besten. D9. Noch ist das First Aid Kit stärker. Wir müssen aber hier schnell raus. Wir haben auch schon eine neue Safe Zone. Fuck, okay, weiter raus. Okay, nicht mehr lang auf jeden Fall. Noch ein Stück. Da warte, ich muss mal. Wir sind raus, komm, verbind dich. Nee, muss ich nicht einmal, ich muss nur nachtanken. Ich muss mich aber verbinden, deswegen verbinde ich mich mal schnell. Zweimal, Moment. Und. Kann's weiter. Wir fahren direkt zur Safe Zone. Fahr mal links am Berg entlang. Warte, wo ist ein Safe Zone? Ja, guck mal. Also auf D7 oder was? Ja, quasi über dem Berg drüber, nur das war. Weil unterm Berg wird sich das nicht abspielen, definitiv. Ja, ja.
Also auf die andere Seite Richtung Norden, meinst du? Genau. Genau. Oh, das ist eine Hütte. Magst du looten, oder? Nee, ich hab ja AK, das passt schon. Okay. Keine Gefahr eingehen hier, die wir nicht brauchen. Ja, Gott sei Dank hatten die, aber total heftig, einfach so die Lootsäcke und... Ja, die wurden wahrscheinlich getötet drin. Und dann dachten die sich, die da waren... Oder die haben sich gegenseitig getötet. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Das soll ja auch schon vorgekommen sein. In den besten Familien. Das Problem, wie oft hattest du Sprit von denen? Einmal? Einmal, ja. Schade. Wir hätten vielleicht den Pickup nehmen sollen sogar. Ja. Aber der Pickup ist verschwunden. Nee, bei mir stand er da noch. Echt? Ja. Noch da fangen. Ja, das Quad kannst du immer fangen eigentlich. Jetzt nur rückwärts kommen irgendwie. Das war jetzt schwerer als gedacht wahrscheinlich. Warte. Was machst du denn? Gut, dass wir schon safe sind. Ja. Also glaube ich zumindest. D8. Ach, das gibt's doch nicht! Boah. Deswegen meinte ich, fahr lieber du. Aber das... Diese scheiß Schrägen hier. Ja, du musst auch mal mit dem Quad fahren. Du musst auch mal deine Erfahrung machen hier. Sei froh, dass wir da nicht First Person Only spielen. Du wirst lachen. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, ob ich First Person Mode reinmachen soll. 20 nur noch. Wo kommt der Bomber? Der Airdrop. Komm, wir fahren da mal hin. Da vorne, rechts vorne. Fahr du. Wo? Welche Richtung? Shit, das sehe ich jetzt nicht. Und zwar Nord-Nordosten. Ah, da hinten, ich seh's. Okay. Jetzt darf ich dieses fucking Quad fahren. Noch gefahren. Oh. Oh Mann. Ah, ich mag First Person. Ist eh ein Pischer. Er will kotzen, weißt du? Eieieiei. Marzipan-Biber hat ja gesagt. Gucken, wenn ihr soft. Marzipan-Biber hat ja gesagt. Er spendet, damit du kommst. Ne? Und damit du dann bei der. Oh, da ist jemand vor uns. Zwei Stück. Fuck! Oh, ich bin tot. Ich auch. Instant. Die sind zu dritt. Das ist ein Team. Unerlaubtes Team. Report. Report. Direkt reported. Drei Stück. Unerlaubtes Team. Auch wenn die jetzt schießen. Ich weiß nicht, ob die sich gegenseitig abschießen. Thanks, guys. You got reported for teams of three players. Da sagen sie nichts mehr. Ja, wenn es euch gefallen hat, schaut auch bei F4 vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao.